Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 8.5.2018, diesmal nur ein ganz kleines Lehrvideo, deswegen keine Facecam und eine kleine Demonstration, wie machtvoll technische Analyse im Kryptobereich ist, auch wenn uns irgendwelche Talking Heads wieder erklären wollen, dass der Kurs hier sich nur so bewegt hat, weil irgendwelche fundamentalen News reinkamen und das natürlich absoluter Schwachsinn ist. Ich zeige euch jetzt gleich diese zwei Beispiele anhand von Cardano und anhand von Bitcoin Cash, wie man den Kurs hier perfekt targeten konnte und was ich auch gemacht habe. Wir sehen uns jetzt hier Cardano an. Das war gestern um 1 Uhr morgens, wo dieser Bounce vom 0,618 FIP-Level kam und die One-to-One-Extension wurde irgendwann um 3 Uhr nachgehittet. Da war ich dann noch wach und habe hier den Order geclosed. Das war genau um 3 Uhr eigentlich und ich zeige euch gleich, warum und wie man in dieses Setup geht. Wir haben hier auch diese Moving Averages. Zu diesen Moving Averages gibt es auch eine eigene Strategie, die ich von PhillaCon gelernt habe. Und die Moving Average Strategie ist auch sehr sinnvoll, vor allem für Swing Trader. Die können wir uns dann auch nochmal anschauen. Im Prinzip hat man hier 4 Moving Averages drin, die 8, 13, 21 und 55, also die Fibonacci Numbers. Und ja, ist auch eine Strategie. Und auch MAs, also Moving Averages, neben Fibonacci, eine meiner Lieblings-Tools im Chartbereich. Wir sehen uns jetzt hier diesen Trade an oder dieses Setup, was man hier bei Cardano gewählt hat. Und es ist einfach gar so obvious, wirklich. Wenn ihr diese Trendline zieht von hier unten, wir haben hier 1, 2, 3, also 3 Touches von unten, das heißt, wir haben immer höher werdende Lows, das heißt, wir haben hier schon mal eine Confirmation, wo wir sagen können, okay, wir haben ja starken Support durch die Trendline, aber eine Trendline ist natürlich nicht immer ein Indikator alleine, um zum Beispiel in einen Long zu gehen. Das sehen wir auch gleich bei Bitcoin Cash in einer Sekunde. Also, wir haben jetzt erstmal gesehen, okay, wir haben hier eine rote Kerze, Trendline touchiert, grüne Kerze, rote Kerze nach unten, grüne Kerze nach oben, zweiter Punkt, hier der dritte Punkt. Drittes Mal hat die Trendline gehalten. Das war jetzt mal der erste Punkt. Dann ziehen wir uns die Fib-Retracements von dieser Welle hier oben, hier nach oben, sorry. Das heißt, wir messen uns ab, wie weit prozentual diese Welle nach unten retraced. Das heißt, 0,618 ist die Golden Pocket. Was wir hier jetzt sind bei der 0,236, wir sehen, dass wir bei der 0,236 das erste Mal wegbouncen, was ziemlich typisch ist für ein Fib-Level, da die meisten Fib-Levels erstmal Support dienen, bevor sie durchbrochen werden. Das heißt, hier sind wahrscheinlich viele Leute haben hier FOMO gekauft, weil sie gedacht haben, okay, 0,26 Halter, direkt nochmal kaufen und hier, boom, hier haben dann Leute richtig gesellt. Das heißt, wir warten hier auf den Einstieg und der passende Einstieg ist die Golden Pocket. Die 0,618 Ratio ist ein sehr guter Einstieg. Was man hier macht, ist, man legt seine Buy Orders auf die 0,618 Ratio und legt einen Stop Loss ungefähr unter die 0,786. Falls es dann ein Fakeout war und der Kurs dann nochmal runtergeht, wenn er unter die 0,786 runtergeht, dann ist die Zeit, den Trade zu verlassen. Das wäre jetzt der erste Punkt, der Einstieg. Was macht man dann? Man bewahrt Ruhe und man sucht nach Ausstiegszeitpunkten. Man kauft, verkauft nicht einfach so, weil man sich denkt, okay, jetzt sind wir schon hier oben, jetzt gehe ich mal raus. Warum sollte man hier verkaufen? Es gibt hier nichts mehr dazwischen. Schaut euch mal hier rüber. Hier gibt es nicht wirklich ein Aufkommen, was wir als Resistant bewerten würden. Das heißt, wir nehmen uns die Fib-Extensions. Das ist genau das Gegenteil zu den Retracements und wir messen uns die Länge der Welle nach oben ab und dann haben wir unsere Target-Zone. Das heißt, wir targeten auf alle Fälle die One-to-One-Extension für ein risikoarmes Setup. Man könnte natürlich auch die 161.8-Extension targeten, aber wie ich das dann gemacht habe oder wie ihr das hier machen würdet, wäre, ihr seht, wir testen die One-to-One-Extension und wenn ihr dann bei der nächsten Kerze im 5-Minuten-Chart seht, dass die One-to-One-Extension nicht durchbrochen wird, sondern dass wir einen kleinen Sell-Off sehen, dann closed den Order bei der One-to-One-Extension und geht safe auf die One-to-One-Extension. Das heißt, wir haben hier den Einstiegszeitpunkt bei den 0,618 gesehen, das heißt, die Welle von vorhin, die hat sich um 0,618% verringert, also um 61,8% verringert. Und mit den Extension messen wir dann ab, wie hoch die Welle geht im Vergleich zu der Welle davor. Das heißt, die Welle ist genau 1 zu 1 so lang gewesen wie die andere Welle. Und das wäre dann immer so ein perfekter Zeitpunkt, wo wir wissen, okay, meistens schaffen wir die nicht. Und hier ist das einfach das Bilderbuchbeispiel eines Longs. Und hier haben wir bei Bitcoin Cash jetzt genau den umgekehrten Fall, nämlich hier haben wir jetzt den Bitcoin Trash oder Bitcoin Cash Short. Was hier ziemlich schwierig zu sehen war, weil eigentlich laut Lehrbuch könnte man hier sagen, okay, eine Art Ascending Triangle vielleicht oder eine Art Descending Triangle, je nachdem, wie man es sehen will, aber eher würde ich auf, nicht Descending, sorry, eher Symmetrical, weil wir haben hier ganz eindeutig höhere, niedrigere Highs, sorry, ist immer
Das Schwierigste immer ist mit den Low Highs, Higher Lows. Da verwechselt man immer 10 Mal, wenn man vor der Kamera oder wenn man in einem Video spricht. Sorry dafür. Was wir hier jetzt eben sehen und was ziemlich schwierig zu interpretieren ist, wir haben zwar hier eine Serie von Higher Lows gesehen, was eigentlich als ein bullisches Zeichen zu werten ist. Hier Low, Higher Low, Higher Low und so weiter und so fort. Deswegen wäre hier jetzt wirklich das Setup nicht so eindeutig zu erkennen, doch wir haben hier jetzt eben diese Moving Averages, die ins Spiel kommen. Wir sehen hier, dass die 55-Day-EMA runtergeht, also unter die anderen Linien und der Support dient, was ein sehr bullisches Zeichen ist. Und der Crossover auf die Supportseite ist immer ein Zeichen, long zu gehen. Was wir dann hier sehen, ist, dass diese Linien immer enger werden und dass die 55-Day-EMA nicht mehr als Support dient. Im Gegensatz dazu, dass der Cross von der 55-Day-EMA auf die Supportseite als Long-Signal zählt das umgekehrt, also dass die 55-Day-EMA, wie ihr hier seht, auf die Resistance-Seite geht, als Short-Signal. Und wir sehen hier auch bei dieser Kerze, dass die 55-Day-EMA 0 als Support dient. Das heißt, hier werde ich niemals im Leben long gehen, wenn die Kerze hier so leicht durchrasselt. Und ja, die Confirmation war dann im Endeffekt, dass wir diese Trendline von unten eben nicht halten können. Wenn wir von der Trendline gebounced sind, dann hätte man sagen können, okay, das Triangle scheint ziemlich obvious zu sein. Es wäre jetzt irgendwie doch ein gutes Setup für einen für einen Long, sorry, aber in dem Fall hat das Triangle sich dann eben nicht ausgezahlt und wir gehen eben von einem Short aus. Was wir dann eben machen, ist wieder das gleiche wieder vor. Wir ziehen uns die Retracements, die Extensions in dem Fall, sorry, ich ziehe eigentlich immer die Extensions mittlerweile, weil wenn die Welle jetzt so tief runterkommt wie hier, dann macht es nicht wirklich Sinn, irgendwie die Retracements zu ziehen, weil ihr seht hier auch nicht wirklich eine passende Wellenstruktur. Wenn ihr zum Beispiel hier diese Wellenstruktur wählt als eure Retracement Anlagepunkt, dann macht das irgendwie keinen Sinn so, weil wir haben hier nirgendwo Support und sobald ihr irgendwie seht, dass wir keine Fib-Levels als valide sehen, also sprich, dass dann nirgendwo ein Aufkommen ist von Support, dann bringen die Fib-Levels eigentlich gar nichts. In dem Fall ziehen wir die Extensions von der Welle davor und spätestens als wir hier runterbrechen, also durch diese Trendline in dem Bereich und wo wir auch durch die 50% durchgehen, wir hatten hier einmal, seht ihr diese Kerze? Wir sind einmal auf die 61,8 Ratio und haben uns von dort kurz gebounced. Das ist ganz normal. Hier waren wahrscheinlich wieder Buy-Orders. Oder hier haben Leute ihre Shorts geclosed. Je nachdem, wenn Leute schon von hier oben short waren, wäre das vielleicht so ein Ausstiegszeitpunkt gewesen. Aber wo wir dann eben gesehen haben, dass diese Kerze dann doch nach unten drückt, vor allem diese hier wäre dann hier perfekt gewesen zum Shorten auf BitMEX eben mit Hebel. Weil außer ihr habt Riesenkapital, dann könnt ihr natürlich auch auf normalen Börsen shorten. Ansonsten machten diese Swings jetzt nicht so viel Profit als mit einem guten Hebel. Dann sehen wir natürlich wieder, okay, 78,6 bricht. Unser Target ist jetzt auf alle Fälle die One-to-One-Extension. Habe ich getargetet, auf alle Fälle, weil One-to-One-Extension ist immer unser risikoarmes Setup. Und wir sind auch von der One-to-One-Extension kurz gebounced. Aber es ging dann mit einem Schwung eine Kerze nach unten zu dem 161.8. Und die Kerze war wirklich nur kurz nach unten, war nur kurz unten. Und ihr seht hier wieder diese nasty Candle. Das heißt, hier waren wieder ziemlich viel Buy-Orders, weil Leute natürlich antizipiert haben, dass wir von der 161.8 bouncen, was auch passiert ist. Und viele sind dann nochmal long gegangen. Sonst nochmal kle zwei kleine Beispiele zu Fib-Retracements, Fib-Extension und auch EMA-Strategie. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, wie immer, schreibt in die Kommentare. Wir haben hier ganz eindeutig gesehen, dass natürlich, wenn der Kurs hier bounced, überlege jetzt mal ganz logisch, warum soll TA kurzfristig nicht funktionieren? Warum soll das nicht funktionieren? Was denkt ihr denn, warum Bitcoin Cash genau hier auf den Dollar bounced? Andere werden jetzt vielleicht wieder sagen, das ist Zufall, da kamen gerade fundamentale Nachrichten rein, kompletter Bullshit. TA funktioniert auf alle Fälle. Was ich natürlich, natürlich feststellen muss, ist, dass TA natürlich ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten ist. Sprich, man sucht die günstigen Wahrscheinlichkeiten und versucht, die Wahrscheinlichkeiten auf seine Seite zu legen. Das ist natürlich auch essentiell zu verstehen. Und gerade langfristig ist es natürlich auch logisch, dass man langfristig schwer sagen kann, okay, Bitcoin geht jetzt nächste Woche auf 15k. Wenn das wirklich möglich wäre, dann wäre jeder Millionär. Es geht darum, diese Setups zu erkennen, die wir hier sehen, und diese kleinen Mini-Setups auch mitzunehmen. Das ist TA und ja, das nur noch mal als kleiner Exkurs zu Extensions, Retracements und so weiter und so fort. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer bitte ein Like und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.